Wir befinden uns hier heute auf dem Ausbildungsgelände der Feuerwehr in Dortmund. Das Brandhaus hinter mir ist in zwei Abschnitte unterteilt. Auf der linken Seite ist die sogenannte Kaltseite, in der unter Übungsnebel Szenarien abgebildet werden können. Und auf der rechten Seite ist die sogenannte Heißseite, in der wir unter Realbrandbedingungen letztendlich härtere Einsatzübungen durchführen können. Auf der Kaltseite werden wir gleich das sogenannte Indoor-Lokalisierungssystem im Forschungsprojekt Celidon erproben. Danach werden wir heute auf der Warmseite ein zweites Szenario erproben. In diesem Szenario bilden wir die sogenannte Trupptrennung ab. Das bedeutet, dass der Trupp, der sich in dem Gebäude befindet, dass er sich trennen wird. Das werden wir simulieren. Wir haben das Brandhaus mit 48 Sensorknoten ausgestattet. Diese Knoten ermöglichen es uns, im Trainingseinsatz die Einsatzkräfte ziemlich genau zu verorten. Und wir haben mobile Knoten, die dann auf den Helmen der Einsatzkräfte platziert werden. Und die geben uns dann die genaue Position der Trainees. Jo, kann losgehen. Wir haben die gesamte Kaltseite des Brandhauses mit unserer drahtlosen Lokalisierungslösung ausgestattet und diese ermöglicht es, uns in Echtzeit die Einsatzkräfte im Übungs- und Ausbildungsbetrieb zu verfolgen und dann sowohl in Echtzeit Feedback zu geben, als aber auch auf Basis der Aufzeichnung dann den Übungseinsatz effektiver zu gestalten. Sehr schön, damit haben wir die Übung beendet. Aus meiner Sicht hat das wunderbar geklappt. Aufgrund des Lokalisierungssystems konnte ich euch jederzeit in Echtzeit hier unten auf dem Monitor beobachten. Parallel dazu konnte ich euch die grobe Information ins Display einspielen, wo sich die Person befinden sollte. Das müsstet ihr auch gesehen haben. Ja, wir hatten sofort einen guten Ansatz, wo wir uns befinden im Raum vom Gebäude her. Und das war sofort ein gutes Gefühl, gerade bei Nullsicht. Durch unser mobiles Kommunikationslabor schaffen wir es, direkt mit den Anwendern zusammenzuarbeiten und können hier an der Lokalisierungstechnologie arbeiten und direkt auf die Anforderungen der Anwender eingehen. Der Trupp ist nach seiner Ausbildung so geschult, dass er immer Kontakt zueinander hält, Kontakt zur Schlauchleitung hält, damit er einen sicheren Rettungsweg hat. Aber unter diesen widrigen Bedingungen kann es halt trotzdem dazu kommen, dass sich ein Trupp trennt. Und das wollen wir heute mit dem sogenannten Ad-Hoc-Lokalisierungssystem testen, dass wir eine Methodik haben, dass selbst unter diesen Bedingungen, sprich der Nullsicht, eine visuelle Unterstützung für den jeweiligen Trupp vorhanden ist, dass er sich auch im Falle einer solchen Trennung letztendlich schnell wiederfindet und dann auch gesund wieder das Gebäude verlassen kann. Hier HLF 201 Gruppenführer kommen. Damit die Einsatzkräfte sich untereinander verorten können, ohne das Ausbringen einer komplizierten Infrastruktur, wo Sensoren montiert werden müssen, wo die Informationen zentral zusammenfließen müssen, haben wir an der TU Dortmund ein neuartiges Ad-Hoc-Lokalisierungssystem entwickelt. Dieses ist sehr kompakt, wie man hier sieht, und kann auf dem Helm der Einsatzkräfte eine Verortung untereinander ermöglichen. Und wenn es so getragen wird, dann kann das Ganze drahtlos die Informationen an die Maske übertragen. Ja, wir haben die entsprechende Maske mit zugehöriger Elektronik entwickelt. Die Daten werden per Bluetooth mit einer geringen Bandbreite übertragen und eine Art Zeichengenerator sorgt dafür, dass aus den übertragenen Daten das Bild auf dem Display virtuell dargestellt wird. Wir haben spezielle Optik entwickelt. Das ist so eine Art kleiner Zuckerwürfel. Das ist ein sogenanntes Prisma. Da kann ich durchschauen und kriege zusätzlich zur realen Umgebung diese virtuellen Informationen überlagert. Sie haben Ihren Truppmann verloren und setzen das Ad-Hoc-System ein. Verstanden, Ende.
zweite Use Case des Systems, solltet ihr euch mal trennen unter Nullsicht, kann das ja leider mal passieren, sollte nicht, aber es kann passieren, wäre das natürlich ein schöner Backup, wo ihr euch dann auch unter Nullsicht ohne Fixpunkt, ohne Wand, ohne Schlauchleitung letztendlich auch schnell wiederfinden würdet. Ja, gerade für den Fall, wenn sich der Trupp trennt, ist das ja natürlich die einzige Rückfall- oder die letzte Rückfallebene. Und ich glaube, das hat auch so ganz gut geklappt. Ja, von daher, schöne Übung.